Hallo in die Runde, willkommen zu einer weiteren Folge Empires and Puzzles. Hier einmal mein Ergebnis vom mystischen Titan. Erwartungsgemäß eher schlecht. Mein Schaden auch eher gering. Ich habe alles an Uhren rausgehauen, was ich hatte, aber dadurch, dass die immer schlechter werden, ist halt auch gleichzeitig das, was ich daran bemängel, ne? Die Top-Gilden, die können halt ohne Ende reißen oder die Top-Leute, weil die halt ohne Ende Helden haben. Im Endeffekt ist es wie beim Ninja-Turnier auch. Dementsprechend meine Meinung zu dem nicht sehr super. Und ich werde demnächst auch nicht mehr so viel Zeug raushauen, sondern einfach nur meine Angriffe machen. Turnier, Top 50, 10 Paladin-Wappen und 5 Valhalla-Münzen. Damit kann ich leben. Dafür, dass ich, tja, meine Angriffe habe ich dann irgendwann verbockt. Dafür war die Verteidigung ganz gut. Man kann halt, irgendwie ist es immer, entweder ist das eine gut oder das andere. Es ist bisher selten vorgekommen, dass beides gleich gut war. Aber was nicht ist, beim nächsten Mal. So, dann habe ich in der Festung. Da, die Akademie geht auf Stufe 3. Und dann dauert das nicht mehr lange. Parallel habe ich einmal meine Kaserne hoch gemacht. Die ist am Werden auf 5, damit ich immer, wenn diese blöde Quest kommt, Truppen aufleveln, dass ich da nochmal ein paar gute Truppen machen kann. Weil allmählich kann ich auch meine 2-Sterne-Truppen, die ich für 3-Sterne-Turniere bzw. Events nutze, die kann ich irgendwann auch mal in die Tonne kloppen. Da kommt halt auch nicht mehr viel rum. Dann habe ich einmal Eicherschatz. Gucken wir mal, was diese Woche drin war. Da gibt es nur eine richtige Antwort. Klingen habe ich, die Kugeln brauche ich nicht, aber 30 Paladin-Wappen. Definitiv, solange Heimdall nicht voll ist, gibt es nur 30 Paladin-Wappen als die einzige richtige Antwort. Ja, die letzten Tage, wo ich noch normal Viecher farme bzw. baue, danach bin ich im goldenen Zeitalter angekommen und kann endlich auf die gute Methode Heldenfutter produzieren. Turnier. Ich habe mich hierfür entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, Eldun in die Mitte zu machen. 3 Schaden, wenn sie auslöst, 240 auf alles. Und die kriegen dann auch gleich noch weniger Mana für 4 Züge. Ist ganz gut. Flankiert habe ich sie von Björn. Björn löst sie in mittleren Turnieren teilweise nicht so oft aus. Aber in schnellen Turnieren, muss ich sagen, finde ich das ziemlich cool. Und man darf nicht vergessen, der macht halt Schaden auf 2 und das richtig krass. Und dadurch, dass ich 2 lila Helden habe, ist die Versuchung groß, dass der Gegner mit Gelb angreift. Und wenn der Gegner mit Gelb angreift, dann scheppert das. Dann ist die Chance auch hoch, dass der zweite Angriff auf Gelb geht und da nochmal richtig reinhaut. Damit der Gegner nicht nur mit Gelb reingeht, beziehungsweise dass ich ihn so ein bisschen locker, habe ich alle Farben versucht zu verwenden, die erlaubt sind, und habe nur Björn zweimal genommen. Einmal Amon hatte erst mit Jhangir geguckt. Ich habe mich dann doch für ihn entschieden aus folgendem Grund. Wir merken uns mal 477 418 712. Jhangir hat deutlich weniger Lebenspunkte und 120 Leben weniger, finde ich, ist schon krass. Ja, mehr Angriff macht auch mehr Schaden und auch mehr Brandschaden. Dafür macht Amon halt gleichzeitig noch den Debuff mit der Heilung und säubert sich selbst von negativen Effekten. Also, ich finde ihn besser. Ich hatte erst Jhangir in der Mitte und dachte mir dann, ach, wieso eigentlich? Dann habe ich mit. Wo haben wir denn? Habe ich mit Azar überlegt.
Also das ist auch böse, wenn sie auslöst, aber nur 15%, das ist nervig. Aber es ist die Frage, ob das so nervig ist. Im Endeffekt merken wir uns mal 4-5-3 Verteidigung, 7-2-9. Habe ich mich für Eldun entschieden. Sie halt einfach mehr Verteidigung und mehr Lebenspunkte. Dementsprechend sollte sie länger aushalten und dann auch auslösen. Dementsprechend hoffen wir einfach mal, dass es funktioniert. Und dann zu guter Letzt buffen und Lebenspunkte geben. Eigentlich müsste er weiter in die Mitte. Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch. Ich setze Kriebel in die Mitte und setze nochmal Björn nach außen. Und das ist jetzt meine finale Version. Genau. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Ja, einen Krieg haben wir verloren. Unrühmlicherweise kann man nicht anders sagen. Wir haben ein paar Angriffe übergelassen. Das, was nicht passieren darf, ist leider passiert und der Gegner hat uns leider zerlegt. Hätte nicht sein müssen. Wir hatten 9 Angriffe über. Kann man nicht anders sagen. Und da lohnt es auch nicht zu lügen. Ich war nicht so gut. Hab einmal gepatzt. Bin unter 200 geblieben. Hab aber auch ansonsten nur Reste gemacht. Dafür hat meine Verteidigung, hier bin ich gekillt worden in einem. Hier ein Punkt, da habe ich einen Rest gemacht. Da bin ich gecleared worden. 7 Punkte, 0 Punkte, 31, 2, 34. Also die drei, die letzten drei Angriffe, die 34, die 2 und die 31 haben. Sie drei Angriffe gebraucht, um mich einmal wegzumachen. Und dann hier oben bin ich, glaube ich, nochmal direkt gefallen, gleich am Anfang. Ja gut, am Anfang falle ich immer einmal. Ja, da die 66 Punkte. Ja, hier Reste gemacht. Reste gemacht. Da habe ich verkackt. Kann man nicht anders sagen. Und danach habe ich wieder nur Reste gemacht. Wenn da ein oder zwei über sind, dann kurz vorm Clear, hier war mal kurz vorm Clear, dass das Board neu hingestellt wird. Da bin ich mir auch nicht zu schade. Und man muss ja auch immer gucken, wer unter einem ist, sind noch schlechtere da, die in der Nähe sind, die auch Zeit haben und gerade online sind. Dann lohnt es auch mal, wenn man halt nicht der Schlechteste ist, dass man auch einfach mal seine Angriffe dafür einsetzt. Ich mache generell gerne Reste. Einfach, weil sichere Punkte, sondern normalerweise, wenn man nicht patzt, kommt man auch immer über 200. Im letzten Krieg am Mittwoch hatte ich irgendwie 240. Das ist so um die 200, bisschen höher als 200. Das ist vollkommen okay. Das ist meine Punktzahl. Damit kann ich leben. Damit bin ich glücklich. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Glück im Krieg und allzeit guten Loot. Denkt dran, der Weihnachtsmann verabschiedet sich in wenigen Stunden. Wer noch mal Geld ausgeben will, soll es machen. Ich habe nochmal insgesamt 2 Münzen bekommen gehabt aus dem Turnier beziehungsweise aus Titanen und Visionen. Ich weiß nicht, wo genau her. Die behalte ich, die spare ich. Ich weiß nicht, ob ich auf die Hasen beschwöre. Die sind wirklich gut. Gerade die 3 Sterne, die würde man schon gerne fürs Turnier haben oder auch teilweise für die Events. Aber ich denke, ich warte bis Sommer, weil der Monatsheld im März kann ich jetzt schon sagen. Nö. Nee, 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 nee. Ein lila Ding, wo ausgewürfelt wird, was es wird auf gut, mittel und mittel. Nee, danke. Muss einfach nicht sein. Zumal lila eben meine beste Farbe ist und ich am meisten Helden habe. Dementsprechend, so viel sei gespoilert. Im März werde ich definitiv keine Pulls machen. Februar. Und dann erstmal lange Zeit wieder nicht. April auch nicht. Mal gucken, wie es dann im Mai aussieht.
Aber bis dahin kann man ja wieder ansparen. So, und das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War eine schnelle Folge. Euch einen schönen restlichen Sonntag. Viel Glück im Turnier und einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Tschüss.